Herzlich willkommen. Heute haben wir ein spannendes Thema: Autoimmunerkrankungen. Zu diesem Thema sind zwei wirkliche Experten mit im Boot. Einer, der die Autoimmun Fighters Community gegründet hat, also den Club der hellen Köpfe, und Dr. Schmiedl, der aus der praktischen Erfahrung jeden Tag damit zu tun hat und auch die Verbindung zwischen Stoffwechsel und Autoimmun und Darm jeden Tag erlebt und ganz toll untersucht hat. Und jetzt das dann Thema Autoimmunerkrankungen. Die nehmen zu wie ein Tsunami, ja. Und zwar dramatisch. Und eines ist sicher, die Gene sind nicht schuld. Jein. Ein ganz klares Jein. Ja. Also es gibt schon einige Gene, die für solche Entzündungen prädisponieren. Ja. Aber es muss immer die Umwelt mit dazu kommen und die ist noch viel entscheidender. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit, ja, da gab es auch mal jemanden mit Heuschnupfen, aber das war eher die Ausnahme. Ja, und heute in den Schulklassen, Neurodermitis, Allergien, Heuschnupfen, das ist doch die Regel. Ja, das kann doch nicht sein, dass in 20, 30, 40 Jahren die Zahlen so explodieren. Ja, rheumatische Erkrankungen waren vor 100 Jahren auch da, aber extrem selten. Multiple Sklerose ist vor 1850 in der Medizingeschichte überhaupt nicht beschrieben worden. Ja, also es muss irgendein Grund sein und es kann nur die Umwelt sein. Und in erster Linie muss es die Ernährung sein. Wir müssen uns also fragen, was hat sich denn geändert? Das ist Vitamin D. Also okay, vor 150 Jahren gab es keine Vitamin D-Tabletten, aber die Leute waren den ganzen Tag in der Sonne. Das waren Bauern und Handwerker vom Frühjahr bis zum Herbst. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang waren die in der Sonne und haben ihr Vitamin D gebildet. Und die haben 4 bis 5 Mal in der Woche Fisch gegessen. Und sie haben kaum Fleisch gegessen, maximal einmal in der Woche. Und heute nahezu jeden Tag, manchmal mehrfach. Das sind die Grundlagen für Autoimmunerkrankungen. Und 1850 gab es, der durchschnittliche Konsum von Zucker pro Jahr war weniger als 1 Pfund. Heute sind wir bei 50 Kilogramm pro Jahr. Moment. Und der schlechte Fruchtzucker, Maisstärke, da ist noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, des Guten zu wenig und des Bösen zu viel macht einfach krank. Und deshalb sehe mir eine Eskalation an Autoimmunerkrankungen. Meine Geschichte war ja, dass mein Papa schwer krank war, MS. Deshalb war von vornherein der Fokus auf der Erkrankung. Und eines ist gewiss, ist eine Polyätiologie. Mehrere Dinge miteinander führen dazu, dass bei einer Empfindlichkeit, bei einer Vulnerabilität es ausläuft. Wir haben sehr viele Patienten aus skandinavischen Ländern. Und dort, hast du vorher schön beschrieben, ist schon lange bekannt, dass je nördlicher in der Hemisphäre, je mehr Patienten an Autoimmunerkrankungen wie MS leiden. Und jetzt gibt es aber noch eine Besonderheit an der Küste, weniger als im Landesinneren. Es gibt noch andere Dinge, nämlich die Verhaltensweise, wie die Bevölkerung lebt. Wir haben Vitamin D-Mangel in sonnigen Ländern, weil man dort sich anders kleidet. Und wir haben ein Experiment, ein grausiges Experiment. Im Iran hat es nach der Revolution, sind die Frauen zugehängt worden, das ist die MS um den Faktor 7 angestiegen. Warum? Weil die Frauen noch einen höheren Vitamin D-Mangel hatten. Und das Problem fängt im Mutterleib schon an. Hat die Mutter zu wenig Vitamin D, wird das Immunsystem falsch getunt. Und zwar werden die Immunzellen, die Gas geben, also die aggressiv gegen Erreger vorgehen, die auch die Entzündung fördern können, die werden vermehrt gebildet und die anderen werden vermindert gebildet. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber es ist so. Und das sind die Kinder, die dann schon nach wenigen Monaten den Milchschorf entwickeln, die dann den Heuschnupfen kriegen, den wir gehört haben, Autoimmunerkrankungen bekommen. Das heißt, sie sind prädisponiert. Und wenn sie dann in ihrem eigenen Leben später zusätzlich den Omega-3-Mangel haben, den Vitamin-D-Mangel auch selber haben, dann ist schon sofort vorprogrammiert, dass wir diesen extremen Zuwachs an Autoimmunerkrankungen kriegen. Ich werde immer gefragt, wann sollten Menschen denn beginnen mit Vitamin-D und Omega-3-Einnahme? Da sage ich dann immer, die Menschen sollten alle beginnen im Alter von
minus 9 Monaten. Ja. Also quasi ja, mit Beginn der Zeugung oder mit der Zeugung sollte eigentlich die Mutter und übrigens auch der. Ich habe neulich eine Gynäkologin interviewt, die hat dann gesagt, nein, ist falsch. Wir müssen eigentlich minus 12 Monate, das heißt in der Zeit, wo die Eizelle und die Samenzelle richtig gebildet wird, also auch Vater und Mutter sollten beide gemeinsam gut mit nicht nur Omega-3 und Vitamin D, sondern mit allen Nährstoffen gut ausgestattet sein, aber eben besonders Vitamin D und Omega-3. Du hast eben Vitamin D erwähnt, ich möchte nochmal Omega-3 herausheben. Wenn die Schwangere wirklich mit 2 bis 3 Gramm EPA-DHA ausgestattet ist in der Schwangerschaft, hat das Kind im Alter von 3 Jahren, und das Kind hat dann kein Omega-3 mehr bekommen, 30% weniger Asthma, im Alter von einem Jahr 60% weniger Allergien und im Alter von einem Jahr 90% weniger Neurodermitis.